Am 8. September 2006 empfahl der sogenannte Rat der Wirtschaftsweisen in einem Gutachten, das Arbeitslosengeld II um 30% zu senken. Dieser sogenannten Wirtschaftsweisen Vorschlag ist nicht wirklich weise, sondern kriminell. Und das kann ich auch beweisen. Wovon sollen denn die Arbeitslosen leben, wenn sie nur Almosen statt das Recht auf Lohn erhalten? Wenn die ihnen von dem Lebensmittel, das sie brauchen, fast ein Drittel tückisch wollen vorenthalten? Sollen die keine Möglichkeiten sehen, ihr Leben zu bestreiten, sich etwa das Leben nehmen? Sollen sie Fehlendes bei Freunden borgen, betteln, schnorren, schwarz besorgen und dabei zu Tod sich schämen? Wovon sollen denn die Arbeitslosen leben, wenn sie nur Almosen statt das Recht auf Lohn erhalten? Wenn die ihnen von dem Lebensmittel, das sie brauchen, fast ein Drittel tückisch wollen vorenthalten? Sollen sie alles, was sie noch besitzen, bei den Pfandleiern versetzen und am Straßenrand verkaufen? Oder sollen sie sich isolieren, um nur hin zu vegetieren und sich täglich zu besaufen? Freilich gäb's zu dieser primitiven Armenhatz Alternativen, wenn man sie nur denken wollte. Wenn man in den wirtschaftsweisen Kreisen Menschenrechten einen leisen Funken Interesse zollte. Wir sollten die gewissenlosen großen Geister von den Sockeln stoßen und für ihre Worte strafen. Wenn sie einfach nur die Klappe hielten, statt aufs Geld der Armen schielten, könnten die schon besser schlafen. Wovon sollen denn die Arbeitslosen leben, wenn sie nur Almosen statt das Recht auf Lohn erhalten? Wenn die ihnen von dem Lebensmittel, das sie brauchen, fast ein Drittel tückisch wollen vorenthalten? Will man Menschen in die Enge treiben, bis keine fairen Möglichkeiten übrig bleiben? Ist das wirklich kriminell?